Hallo ihr Mutigen, der Wilde hier. Herzlich willkommen zum neuen Video. Und wir schauen heute auf total verbuggte Inferno-Drachen. Was meine ich damit? Gucken wir einfach in einen Legend-Angriff von mir. Dann werden wir das gleich sehr schön sehen können. Also so ein Inferno-Drache startet ja mit relativ wenig Schaden, 80 an der Zahl, und erhöht dann den Schaden pro Sekunde auf bis zu 1600. Ne, das ist mal so die Voraussetzung, die es da gibt. Gerne genutzt in diversen Clanburgen. Und dann gucken wir mal, was hier gleich passiert. Ah ja, wenn er ein neues Ziel erfasst, geht der Schaden wieder bei 0 los, ne, bei 80. So die Theorie. Schauen wir mal, was passiert. Ne, ein paar Coconut Loons, ein Electron Zeppelin, Wutzauber, zwei Klonzauber, schön versetzt. Alles wunderbar, die Klons funktionieren, da kommt eine Horde mit Bogenschützen raus und eben so ein kleiner Inferno-Drache. Alles gut. So, ne? Der röstet mit den Bogenschützen natürlich meine Loons. Und jetzt zoomen wir mal ein bisschen rein in das Bild. Und wir sehen den Inferno und die Bogies. Ist natürlich für einen Babydrachen eine ziemlich böse Aufgabe. Frostzauber drauf, dann geht es ein bisschen besser. Jetzt hat er eben die Möglichkeit, zumindest einen Großteil der Bogenschützen rauszunehmen, bevor der Inferno-Drache wieder auftaut. Und jetzt sehen wir schon, der Inferno-Beam wird immer fetter, macht immer mehr Schaden und gleich wird er einfach weggeschmolzen. Mein armes kleines Baby hat aber immerhin die Hälfte vom Leben von dem Inferno-Drachen weggeschluckt. Und dazu eben die ganze Horde mit den Bogenschützen getötet. So, dann habe ich gesetzt ein neues Baby und dahinter noch einen normalen Drachen. Und jetzt gucken wir mal. Wumm! Der Inferno-Beam hat sofort volle Leistung. Das sollte eigentlich nicht sein. Also, wenn ihr solche Inferno-Drachen ausschalten möchtet, nutzt nie zweimal hintereinander dieselbe Truppe. Denn mit derselben Truppe wird anscheinend der Beam nicht wieder zurückgesetzt, sondern nur, wenn eine andere Truppe angegriffen wird. Na, einfach mal so als Tipp.